Wir sind heute hier bei Kirsten Tackmann. Hallo. Linke Abgeordnete im Bundestag und du wohnst hier im schönen idyllischen Tornow, nicht weit von der heute freien Heide, ja, bei Küritz. Kirsten, erzähl doch mal, warum wir denn heute ausgerechnet hier sind. Also hier in der Region ist, glaube ich, einer der größten politischen Erfolge der Linken, jetzt kleingeschrieben, passiert. Wir haben hier ein Bombodrom verhindert, das heißt also einen Truppenübungsplatz, in dem militärische Flüge und Bombenwerfen geübt werden sollte. Das war also ein Bombodrom, was schon in Aktion war. Also die Sowjetarmee hat das schon genutzt. Mhm. Und in der Wendezeit haben dann die Aktivisten hier in der Region beschlossen, diese militärische Nutzung zu verhindern. Ich fand es immer interessant, dass es vielen nicht nur um diesen Lärm, also die Einschränkung der Lebensqualität hier in der Region ging, sondern immer auch um den Aspekt, hier soll nicht geübt werden, was woanders Leid und Tod bringt. Das hat also hier immer eine große Rolle gespielt. Also es war nie nur eine Anti-Lärm-Bewegung, sondern es war immer auch Teil der Friedensbewegung. Also ich war ja noch nie bei der Freien Heide. Vielleicht fahren wir da einfach mal hin und du zeigst uns das. Ja, gerne. Der Hund ist auch da. Hallo. Mensch, Kirsten, wenn du es hier draußen so schön grün hast, was motiviert dich denn überhaupt unter der Woche in den Bundestag zu fahren? Naja, die Gegend ist hier wirklich sehr schön. Ja. Aber, und ich persönlich lebe auch hier sehr schön, aber ich kenne natürlich die vielen, die hier eher ums Überleben kämpfen, als dass sie schön leben und so weiter. Und das ist für mich natürlich eine Motivation, weil ich möchte gerne, dass alle Menschen in Würde leben können. Jetzt auf dem sogenannten Feldherrenhügel. Und was wollten die dann hier machen? Also wie kann man sich das vorstellen? Was wäre hier passiert? Na, hier im südlichen Teil war ein Zielpunkt markiert und da hat man von Norden sowohl mit Infanterie geschossen als auch mit Bombern sozusagen Zielanflüge geübt, um dann zielgenau die Bomben abzuwerfen. Ne? Also es wäre richtig Krieg geübt worden. Wie wart ihr dann als Bürgerinitiative aktiv? Also die Freie Heide hat ja regelmäßig zu den Protestwanderungen eingeladen und aber von 1993 bis 2009 war ja ein sehr langer Weg. Also da gab es bestimmt auch mal zwischendurch Misserfolge, oder? Also als Struck 2003, also der SPD-Verteidigungsminister 2003, die Inbetriebnahme verkündet hat, das war schon so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ist jetzt alles aus oder haben wir noch eine Chance? Das war so ein Punkt, wo es dann darum ging, halten wir durch oder halten wir nicht durch? Und dass das gelungen ist, dass es erst recht Leute gesagt haben, ich habe es jetzt gar nicht verstanden, wie ernst das ist, aber jetzt, die spinnen ja wohl, das lassen wir nicht zu. Das war auch wieder beglückend, ja. Es gab dann ganz schnell eine Bewegung, die gesagt hat, also wir werden uns auf dem Bombodrom aufhalten. Sie werden nie sicher sein, ob sie dort Menschen treffen, wenn sie bombardieren, Bombenabwürfe üben. Und was mich dann besonders berührt hat, waren, dass also wirklich ältere Frauen, ne, die offensichtlich den Krieg noch erlebt haben, mir dann gesagt haben, Frau Tackmann, wenn es losgeht mit dieser Aktion, sagen Sie unbedingt Bescheid, weil wir wollen dabei sein. Wir wollen hier mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, verhindern, dass hier Krieg geübt wird. Also das berührt einen dann, weil man natürlich ahnt, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Also eine große Stärke von eurem Bündnis war ja auch gerade die Breite, dass so wahnsinnig verschiedene Akteure daran beteiligt waren, aber es gab doch bestimmt dann auch mal Streit. Ja, das war Stärke und Problem gleichzeitig. Was waren da so die Konfliktlagen? Also wer waren die verschiedenen Akteure, die da aufeinander getroffen sind? Naja, zum Beispiel war natürlich klar, hier ein kirchlicher Hintergrund für viele, damit fremdeln manche Linken. Ne? Oder es gab auch Verletzungen aus der Vergangenheit, wo es halt dann manchmal auch ein bisschen schwierig war in der Kommunikation. Es gab Misstrauen, wie verlässlich denn eine Partei überhaupt mitmachen kann im außerparlamentarischen Protest. Das kennen wir ja. Ne? Aber die Linke oder erst die PDS und dann die Linke hat hier, glaube ich, gezeigt, dass tatsächlich wir ein verlässlicher Partner sein können und auch sein wollen. Und dann kam der 9. Juli und der Verteidigungsminister hat den Verzicht erklärt. Ja. Kannst du dich erinnern, wo du noch warst? Hundertprozentig, das weiß ich noch ganz genau. Und mein Mann rief mich gleich an und sagte, du, wir machen hier, wir haben kurz entschlossen, 19 Uhr, Fretzdorf und so weiter, kannst du kommen? Und ich hätte eigentlich abends noch eine Veranstaltung gehabt mit Stefan Ludwig damals. Hab den angerufen und gesagt, Stefan, also
kann nicht. Ich muss heute Abend in Fretzdorf sein. Ne? Also wenn ich es so erzähle, habe ich immer noch Gänsehaut, ne? Weil das also so ein überwältigendes Gefühl war. Weil ich glaube, so bis zum Ende hat man nicht wirklich dran geglaubt, dass man es schafft. Ne? Und wir sind trotzdem dran geblieben. Und wenn dann plötzlich 17 Jahre, ja. Und wie gesagt, über 100 Protestwanderungen und viele von vielen verlacht und von vielen auch immer gesagt, ach, er schafft das ja doch nicht und so weiter. Ne? Und plötzlich war es soweit. Ne? Und wir haben hier einfach nur gefeiert und haben uns in den Arm gelegen, ne? Und haben gesagt, also wir haben es geschafft. So, jetzt nach 17 Jahren Widerstand und dann der Erfolg 2009, was bleibt dann eigentlich übrig? Naja, eigentlich, dass, wenn man zusammenhält, wenn Naturschützerinnen, Naturschützer, wenn Demokratinnen, Demokraten, Hausbesitzer, Wirtschaftsleute und Friedensaktivisten, wenn die zusammenhalten und sich ein Ziel vornehmen und gemeinsam dafür kämpfen, kann man was erreichen und nicht irgendwas, sondern dann kann man auch ein Verteidigungsministerium überwinden. Und dann passiert eben nicht das, was sie da oben wollen, sondern das, was wir wollen. Und das ist eigentlich die Botschaft. Zusammenhalten, auf ein Ziel konzentrieren und tatsächlich agieren. Egal, wie lange es dauert, am Ende ist man erfolgreich.